es werde. Bis online. Ach so, ja, sehr gut. Aber diese Werte aktiv, warte mal, jetzt habe ich jetzt. Echt der 90er-Modus, oder? Ja, Stream Chat, das kommt war an. Offline-Chat. Genau. An Magdeburg gibt es anscheinend Internetprobleme. Ja, in Magdeburg gibt es Internetprobleme. Manchmal ist das halt ein bisschen schwierig, ja. Ich weiß jetzt aber tatsächlich gar nicht, wo der 90er-Modus ist. Rein theoretisch war das mal hier in der Mitte, wo Werte aktivieren steht. Meine Aber. Meinung, das ist ein separater Modus und muss mich einladen. Okay. Vielleicht weiß das ja jemand im Chat, gerade in Online-Freundschaftsspiele. Siehst du, ich habe ja gesagt, es ist ein separater Modus, muss ich nochmal Ja, weil rein neu theoretisch bin ich ja bei Freundschaftsspiele. Guck mal, ich bin hier im Freundschaftsspiel-Online-Modus drin. glaube, der Nico aus dem Chat, Astro Nico, weiß das, sonst hilft er. Weil ich habe auch noch gar nicht 90er-Modus gespielt. Da ich nämlich auch nicht. Bei Einstellungen. Warte. Wenn ich jetzt. Also wir gehen erstmal auf Freundschaftsspiele. Nico, du musst jetzt mal uns mal führen. So, jetzt gehe ich in neue Freundschaftsspiele. Da wähle ich mir den Alex aus. Einstellung. Ach hier, 95er Gesamt. Guck mal, hier ist es. Dann machen wir Halbzeitlänge, haben wir gesagt, machen wir 8 Minuten. Genau, machen wir 8 Minuten. Das machen wir normal. Und dann lade ich dich ein. Natürlich ist ein Haben Alex jetzt eine verfügbar. erhöht, oder? Was Jetzt sagst ist es auf du? 95, ne? War Ah, sonst das. immer 90, oder? Schon jetzt höher gemacht. War nicht hier mehr. Muss das aktualisieren? Natürlich muss er jetzt aktualisieren. Das ist so ein Klassiker heute. Muss ja drauf, ich muss jetzt auch aktualisieren, wenn heruntergeladen. So. So, ja, passt. Na, gucke. Dann haben wir es ja. Welchen Trios willst du spielen? Na, ich würde dann schwarz spielen, weil wir haben ja relativ. Ja, wir haben relativ gleiche, ne? Ich mach Genau. dann weiß. Aber wie Wir haben gesagt, jetzt wir haben. keinen Stress, ne? Also ich mache auch jetzt erstmal kurz Ausstellung. Genau. Also wir haben in Schwarz in den letzten Spielen noch nicht verloren, wollte ich dir bloß Ich mache mir wirklich gar keinen Stress. nochmal Nein. So, ich sollte für alle aus dem Chat, für die Aufstellung, habe ich ja den Auftrag wieder bekommen, die Aufstellung der letzten Woche zu benutzen. Das heißt also, Schuler ist noch verletzt aktuell. Kat kommt noch raus. Checker setzen wir noch mit. Aber die könnten auch mal die Menge der Auswechselspieler könnten sie mal anpassen, ne? Stimmt. So. Und dann gehe ich noch mal auf Rollen. Kapitän muss sowas von artig sein. So, jetzt muss ich noch mal ins Teammanagement. Und dann haben wir artig, Quarteng, Bockhorn gehört da vorne nicht rein. Und dann nehmen wir noch Sienza mit. So. Ich brauche noch kurz ein bisschen. Ja, du machst das schon. Ich Ja, gucke mir ich mal sag noch mal ein bisschen Bescheid. an, was die Jungs und Mädels im Chat Ja, geschrieben mach haben. das. Vielleicht kann ich auf irgendwas reagieren noch mal. Okay. So. Also erstmal noch mal Grüße an alle. Danke für alle, die aktuell im Chat und auch im Livestream mit dabei sind. Danke schon mal an, Alter, die ganzen Follows, die hier reingeschneit sind. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Wenn Alex noch mal nachher raus ist, werde ich auch noch mal auf jeden eingehen. Habe auch noch ein bisschen was zu sagen zum nächsten Spiel. Und ja. Da gucken wir dann nochmal weiter. Belbel ist gesperrt, fünfte gelbe Karte. Ah, oh, Leute. Ist er echt gesperrt am Donnerstag? Ja, stimmt, der hat Okay. seine fünfte. Was machen wir denn jetzt? Herzlichen Glückwunsch. Okay, jetzt müssen wir spontan reagieren.
Dann würde ich tatsächlich mal sagen, dann setzen wir Gnaka auf links und Bitroff in die Mitte. Und Bell fliegt aus der Anfangsaufstellung. Wir wollen ja auch ein bisschen realistisch reingehen. Du darfst Dann natürlich mache auch ich gerne auch. selber spielen, Ja, ja? ich habe mich selber aufgestellt, aber ich würde dann sonst, wie sonst verletzt sind, nicht spielen lassen. Ja, einige gerade. Dann ändere ich auch nochmal kurz. Genau. Du darfst aber natürlich gerne auch selbst spielen, ja? In Ja, Magdeburg. alles klar. Okay. So, Wir okay, was möchten habe auch ganz bestimmt keine taktischen Angaben für Donnerstag wissen. Fühl dich nicht unter ich? Druck gesetzt. Alles klar. So, Das, wie habt ihr vor zu spielen? Matze fragt, wie habt ihr vor zu spielen? Ich frag für einen Freund. So. Herrlich. Hier wird auch schon nach deinen Aufwärmtrikots, also nach deinem Aufwärmshorts im Chat gefragt, ne? Natürlich, auf jeden Fall. So. Ich werde fertig. Ja, sehr schön. Okay. Ich tatsächlich auch. Und dann gehen wir rein. Ich finde, wie genau spielst du die Aufwärmspiele am Anfang? Wie meinst du Aufwärmspiele? Am Anfang ist doch immer. Was muss ich. Ach so! Mensch, wartet! Jetzt geht's ja noch los. Ah, einen Lauf verpasst. Verdammt. Aber da muss jetzt nochmal durch, Alex. Okay, War ein das waren gutes so Spiel. auf ein gutes Spiel. Gut Kick! Und ja, ich versuche nicht ganz unterzugehen. Oh, starker Pass. Oh, bei mir ruckelt es auch gar nicht. Also wenn ich schlecht spiele, dann schiebe ich das definitiv sowas von auf die Internetleitung. Aber ist nicht schlimm. Aber erstmal schon mal schön den Ballverlust im Mittelfeld. Herzlichen Glückwunsch. Du musst dich auch nicht genötigt fühlen, zu erzählen, währenddessen du spielst. Also. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Danke, danke dafür. So, das war sozusagen das Erwärmungstor. Ja, schön Genau, eiskalt einmal genau. ausgekontert. Und dann fange ich jetzt an, ja. Nimm mich gerne Donnerstag auf. Oh Mann, ey. Du spielst aber auch gegen einen Öler, ne? Vergiss es nicht. Ja. Deswegen sage ich ja, ich versuche nicht ganz unterzugehen. Wie hast du die letzte Weekend League abgeschlossen? Ich hatte keine Zeit, ich habe schnell 11 Deal geholt. Ich stand auf 9 oder 10-1 und Mal dann hatte ich schnell. keine Zeit mehr. Mal schnell. Mal Mbappé schnell. regelt. Mbappé regelt, ja. Oh, Leute, ey. Aber ich habe auch schon 6-0 gegen Hamburg verloren. Und danach haben wir gewonnen in Hamburg. Also. Ja, alles klar. Dann verliere ich die mal. Das kannst du dir jetzt aussuchen. Einzige Wort ist halt auch noch mal komplett was anderes, ne? Ja, volle Pulle. Ah, verdammt. Also ich habe auch tatsächlich diesen 95er-Modus noch nie gespielt, ey. Nee, halt auch nicht. Ja. Es könnte ganz, ganz grenzwertig werden hier heute. Ich weiß auch noch nicht so ganz genau. Okay, jetzt versuch's einfach mit langen Sprints oder so. Mal gucken. Okay. Ich habe zumindest schon mal geschossen. Eine Ecke gibt's schon mal. Herzlichen Glückwunsch. Besten Dank dafür. Aber drum holt sich jetzt die Ecke, schick die Ja, runter. ganz, ganz sicher, ganz sicher.
Und. Oh, der ist lang. Oh, oh. Ach du Scheiße. Oh, stark, ey. Oh, nee. Okay, sehr gut. Oh, das ist, also es ist tatsächlich auch ein bisschen das Wackeln aus der Hölle hier bei mir. Oh, warum ist das offen? Oh. So, huh. Meine Güte, ey. Nein. War nicht der Plan, doch. Natürlich war das. Oh. Meine Güte, ey. Ich vergesse tatsächlich die ganze Zeit, dass sie ja in diesem 95er Modus wahrscheinlich besser tricksen können. Also. Ja, die können halt alle, die haben ja alle diesen Boost und so, ne? Aber es gibt schon Unterschiede. Oh, der macht's gut. Verdammt. Naja, es ist ein bisschen unterschiedlicher. Oh. Ah, was ist das? Oh, danke. Denn? Was ist danke. Drin? Ja, ja. Was war das denn? Einfach mein Auto. Ich wollte mich schon bedanken eigentlich, aber. Na, war das nicht abseits? Schiri! Hebst du die Fahne? Hier ist was los. Gut, wir haben es schon mal 10 Minuten lang geschafft, kein weiteres Gegentor zu kassieren. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht, dass ich das gesagt habe. Sehr schön. Okay. Ich versuche mal irgendwie einen Spielaufbau hier hinzukriegen. Der Pass war der falsche Fokus tatsächlich. Ja, machst das unglaublich geschickt. Na, Pikini ist da. Oh, schlecht geklärt. Oh, davon aber gut gestanden. Ja, ganz grobes Foul, Alex. Was? Sag mal, wird's denn wohl gehen oder was? Wie unfair! Ach, was ist das denn? Oh Gott. Ich dachte, Magdeburg kam her, der ab. Wie bitte? Ich hab ein bisschen Stress hier gerade, ne? Na gut, dass die alle vom Tempo her gleich sind, sonst hätte ich gegen Manu ein richtiges Problem gehabt. Ah, der Pikini hinten, ey, der zieht alle weg. Schiri? Oh, ich komm hier nicht raus, ey. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Warum bist du so? Ich bin ein Öler. Ich versuche mich auch nicht so dolle aufzuregen. Nein, wie gesagt, ich will halt. Ich habe zwar nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe mich als ein bisschen mehr als ein durchschnittlicher Spieler sehen. Ich könnte dich ja noch mit Fragen ablenken. was fällt mir noch so eine Frage ein, die unterwegs mal gestellt wurde? Schöne Grüße an Hannes. Du hattest mal eine Art E-Sport-Team. Besteht das noch? Nein, ich besteht nicht mehr, weil ich einfach keine Zeit mehr habe. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, haben wir das Ding zugemacht. Weil wir haben Beruf, meine Tochter und alles. Ja. Ist einfach nicht mehr Zeit, weil so ein Orga braucht natürlich Zeit und Aufwand und das wäre einfach nicht mehr. Das wäre gut.
Ah ja, siehst Das du. halt Was schon habt ihr da, mit was habt ihr? war schon so, dass 2,5 Jahre hatte ich schon diese Orga. Ja. Was habt ihr da genau gezockt? FIFA eigentlich nur. Eigentlich nur FIFA. Pro Clubs oder irgendwie E-Sport-Liga Naja, oder? Pro Clubs, Weekend League, wir hatten 4, 5 Sportler oder Ja. Spieler. Haben wir dann Turnier teilgenommen. Ja, auch immer eine coole Zeit, aber ich habe auch viele kennengelernt, so gerade E-Sportler und so. Aber wie gesagt, keine Zeit mehr dafür, es gibt wichtigere Ziele, kann ich auch nochmal sagen. Aber war trotzdem eine schöne Zeit. Ja, das machst du gut. Kann Brunst das erste Mal zeigen? Oh, Natürlich ist Brunst da, meine ich Güter, ja, dachte, natürlich ist Bruns gut, da. So. die Leute, stellt den auf, Ey. 20-0 ist in Halligen. Brunst ist einfach mal. Bah. Bah. Oh. Das war eiskalt. Schrecke, Alter. Oh, Junge. Ja, das sind die Flatterbälle, ja. War gut. Jetzt erst mal, okay. Ja, Kann ich sein Halbzeit-Mensch. absoluter Öler, Astronito geschrieben. Kann ich nur wiedergeben. Oh, alter Falter, ey. Ich kann es nur noch mal sagen, Freunde, wenn ich gegen einen guten Spiel, also was heißt gut, aber wenn ich merke, ich spiele gegen einen besseren, dann ist auch noch 80% Ballbesitz drin. Was denn? Da kenne ich keine Freunde. Also, Und ich eines muss. Freizeit am Donnerstag würde ich noch schreiben. Aber, also, erwartete Tore liegst ja aktuell genau im Soll mit deinen 3,2. Vielleicht kriege ich es ja auch noch Das hin, stimmt. ein Tor zu schießen bei einer erwarteten Tore von Ja, 0,5. ich Also. weiß das selber. Brunst, das ist dann eine Wall, wie man so sagt. Oh, eieieiei. Oh, jetzt gehört er. Da muss ich doch noch mal ganz kurz mein imaginäres Cap andersrum aufsetzen. Ich wollte gerade fragen, fliegt mal nicht um die Ohren. Das war Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach rein in eine zweite Halbzeit. Wir machen das genau, ganz kannst du fahren. schmerzbefreit. Und ich versuche nicht noch drei zu bekommen, sondern eher noch eins zu schießen. Okay. Boah, jetzt hätte ich gleich wieder aufgemacht. Warum? 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 Warum waren die so offen? Ich hab den selbst immer so, wenn du auf die Ah, das ist Kette der schießen Anschlussback, sollst. ne? Ja, na, nicht der Anschlussback, aber wenn du einen aussteigen lässt, mit dem Trick, den ich gemacht habe, dann Ja. ist, fehlt einer. Boah, das halt, das ist so brutal wichtig in FIFA, wenn du 1 gegen 1 einen wegmachst, so einen Trick oder so. Ja. Läufst du halt zu, dann zieht einer raus und ist immer einer frei mit dem tiefen Laufweg. Oh, Das ist cool gespielt. Meine Güte, ey. Hat natürlich super, super angefangen jetzt, ne? Kein Dreieckpass. Ich merke mir das schon mal. Es ist übrigens wieder Ich Piccini gewesen, ja. wollte gerade sagen, als besten Mann auf jeden Fall am Platz. Ja. Junge, du bist ja. Ja, doch richtig Speed. Das wusste ich. Na, oh, das Komm der Ball schon. gewinnen. Artig, machen wir was verrückt. Oh! Zu verspielen. Ich komme bei dir aber Nee, auch auch nicht schlecht. nicht durch, ne? Das ist. Ich muss halt wirklich sagen, das war jetzt bis jetzt immer jeder FIFA-Teil. Das kann auch so wie bei mir noch gerade. Ach, oh, scheiße, kurz konzentrieren. Brunst muss eingreifen. Brunst, ne, ja, hol den Ball. Oh. Ich kann halt wirklich gut verteidigen. Ja, So ich merke das offensiv schon, ja. bin ich nicht so krass, aber defensiv, weiß nicht, vielleicht weil ich Fußball spiele, dieses vorausschauende Verteidigen mache ich halt so extrem, weißt du, da Ja. muss ich das mit dem Team spielen und dann gehe ich da vorher hin. Das hilft halt enorm, ne? Ich will nur mal sagen, dass du übrigens hier auf dem Spielfeld von dir in der dritten Person sprichst, ja. Also ich habe auch nicht geguckt, was du für Einstellungen vorgenommen hast. Wahrscheinlich hast du hier die überkrassen Cheater-Einstellungen genommen. Nein, natürlich nicht. Aber Dominik macht das hier. Naja, ich könnte vielleicht sagen, solange es nicht zweistellig wird, ist alles gut. Zwei wäre es auf gar keinen Fall. Nee, das glaube ich auch nicht. Und ansonsten hätte ich ja möglicherweise noch eine Möglichkeit, vielleicht bis zur Rückrunde.
Also fühl dich jetzt schon mal zurück, Runde eingeladen. Ja, kriegen wir hin auf jeden Fall. Ich nehme dich beim Wort, alle haben dich gehört. Oh nein! Nein! Ich aber auch nicht schlecht. Warum bist du so? Warum? Und sogar mit Hacke einfach. Ey. Ganz demütigend. Das war jetzt wirklich hart. Ich glaube, nach diesem Spiel hänge ich meine FIFA-Karriere einfach an den Nagel, wenn es überhaupt mal irgendwann mal eine gegeben hat. Oder ich lasse das nächste Mal einfach irgendjemand anders für mich spielen, der das kann. Warum? Ey, sag mal, warum geht ihr denn nicht drauf? Vor allem eben gerade haben wir noch gesagt, ne, es wird nicht zweistellig, jetzt wird es grenzwertig, ey. So. Wir lassen jetzt einfach die Zeit runterlaufen, dann kann auch gar nichts mehr passieren. Oh. Ich habe auf Defensiv stehen. Warum das denn eigentlich? Das war bestimmt irgendwas in der Aufstellung gerade kaputt gegangen. Nee. Wahnsinn. Ey, sag mal. Also jetzt sag ich dir, ja? Nicht übertreiben. Aber verrückte Sachen probiert. Ich mach jetzt einfach den Ballbesitz bis zum Schluss, damit es einfach nur bei diesem Ergebnis bleibt. Ich spiele jetzt einfach mit Reimann, Hauptsache kein Eigentor. Das meinte ich so, weißt du, jetzt habe ich mich so ein bisschen gelockt. Ah. Ja, habe ich gesehen. Den kriege ich nicht. Oh, weg, weg. Einfach weg. Einfach nur rauspelzen, das Gerät, ey. Wie viel Torchancen hatte ich, Alex? Eine? Ah, Pikini ist da. Wenigstens einer, der hier spielt. Man of the Match auf jeden Fall. Oh. Hier gibt's schon Pfiffe. Pfiffe im eigenen Stadion, will ich ja gar nicht hören, sowas. Oh, Wahnsinn. Oh, Dominik, ey. Hier ist was los. Ich würde da jetzt nochmal wechseln, aber ich weiß nicht, wen ich einwechseln soll. Oh, schön, Gnacker noch einer aufgepasst hier. Ja, Alex, ich hätte gerne ein besserer Gegner wär ich gerne gewesen, aber. Das war doch schon wieder Bikini, oder? Ich muss sagen, Spiel bitte mal deine Bewertung angucken. Würde mich interessieren. Na, man kann das eigentlich ganz gut mit der Pass- und Zweikampfquote, kann man da jetzt ganz gut sehen. Ja, stimmt schon. Oh, ey, ich könnte schon wieder ausflippen. Boah, warum spielt der denn so weit, ey? Der Bewegung. Oh, krieg ich da den nicht rüber, ey. Ich komme bis zum Mittelkreis und dann war's das, ja. Ach Mann. Ich bin sowas von unglaublich gebrochen, ja. Ich höre einfach. Ich versuch einfach aufzuhören oder so. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, aber. Oh, ey, sag mal. Vor allem, da gehen ja gleich zwei Mann auf meinen Spieler drauf. Was hast du eingestellt? Also, wenn wir fertig sind, ja, und offstream sind, erzählst du mir noch mal, was ihr macht das, ja? Kann ich gerne mal sagen. Oh Mann, ey. Das ist hart. Aber ich werde mich hier nicht unterkriegen lassen. Nein, nein, nein. Da kommt vor allem niemals aufgehen. Nein! Verdammt! Es hätte gefährlich werden können. Hätte. Verdammt. Ah, dann Dominik ist macht da. es. Ich Keine wollte Panik. aber nicht quer spielen. Bin ich ehrlich. Ich könnte mal die Folge versuchen. Oh Mann, ey.
Ey, vor allem, hier wird jeder angelaufen, ey. So der war ich noch nie mit gegen irgendjemanden gespielt, ey. Das ist wirklich schlimmer als in der Weekend League zu schwitzen gerade, ey. Schade. Kein Foul, Schiri. Abseits. Was? Ach, es war ein Foul, ja. Verdammt. Ach, du hast einen Foul? Okay, ja. Oh! Boah. Ich hab super gehalten. Wahnsinn. Da ist frei. Na ja, komm! Na ja! Komm! Jawohl! Lass die Glocken läuten! Ich lass hier, warte mal, ich hab hier auch noch, weißt du, Reimann, ich hab sie alle noch hier, warte. Warte, ja, ATK noch, dürfen alle nochmal jubeln hier heute. Das hast du doch, also auch wenn's nicht das schönste Tor gewesen ist, danke dafür. Das war der Ehrentreffer kurz vor Schluss. Oh, herrlich. Also wie gesagt, ne, ich habe mal 6-0 gegen Hamburg verloren. Diesmal ist es ein 7-1, ja. Ja, ich hoffe es nicht, aber du hast ja gesagt, ihr habt in Hamburg den gewonnen. Aber nein, tut mir leid. Ich drücke euch immer wieder die Daumen und ihr könnt von mir aus 32 Spieltage gewinnen, aber die zwei gegen uns, die dürfen natürlich nicht gewinnen. Nee, alles gut. War sehr spannend. Trotzdem, ja. Weil ich guck mal eben nochmal hier. Genau. Was der für eine Leistung gemacht hat. Der hat tatsächlich eine 7,0. Shaker war der Beste mit 7,2. Also zwei beste Spieler. Hier. Oscar Wilhelmson mit 9,3. Brunzel 6,3. Ja. Na, was ist da los, ne? Der hat. Ja, das ist mir das. Kriegt eine Note 4. Naja, wenn du nichts drauf kriegst, ja, was willst du da machen, ja? Also, wenn ich jetzt in der. Gegentor, dann. Sowieso kacke. Boah, wenn ich das hier sehe, ne? Zweikampf-Erfolgsquote habe ich 25%, ey. Ich habe einen Haufen weiße Punkte, wenn du dir das anguckst. Das ist ja. Ja, stimmt. Eieieiei. Ah, ganz, ganz grenzwertig. 73% Zweikampfquote, also Erfolgsquote bei dir. Okay. Danke. Aber beide 86% Passgenauigkeit. Also. Das ist schon gut, ja. Das ist nicht schlecht. Aber das geht. Sag mal so über 9. Also, weil ja, sonst geht auch an dich. Kurz die ersten 5 Minuten dachtest du, machst kurz mal das Magdeburger Spiel. Ja. Ja, hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber meine Güte. Du warst eiskalt, Alex. Du warst eiskalt. So. War das beste Spiel. Ja, dann geh ich jetzt einfach mal zurück und würde ganz einfach mal sagen, dass wir deine Zeit nicht allzu stark in Anspruch nehmen, weil du musst ja morgen früh raus, geht ja dann in Richtung Magdeburg. Genau, wir fahren jetzt morgen Magdeburg für Training und alles. Und das ist immer auch schwierig, sag ich mal, dann auch für die Frauen und Kinder, wenn man dann so 200 Tage nicht da ist. Ja, genau. Deshalb habe ich jetzt nochmal 1-2 Stunden mit meiner Frau, gucken ein bisschen Netflix und dann, ja, geht's dann morgen in Richtung Magdeburg und ich freue mich, muss ich sagen. Also einfach so ein schönes Gefühl, mal wieder da zu sein, gerade am Donnerstag. Ja. Und dann im Stadion zu sein. Ich werde natürlich viele Gesichter sehen. Jetzt gut, in der Mannschaft kenne ich keinen mehr. Natürlich Staff kenne ich eigentlich die meisten. Ja. Noch mit Tischi, Heiko und alle. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Und dann werde ich aber auch einige Fans oder eher gesagt Bekannte mittlerweile werde ich dann nach dem Spiel sehen, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Ja, schön. Also es hört man auf jeden Fall gerne, dass du gerne nach Magdeburg zurückkommst. Das ist ja auch schön, da kann ja die Zeit hier bei uns nicht ganz so schlimm gewesen sein, sage ich mal. Nein, deswegen alles schöne Momente und das passt schon.
Sehr gut, sehr gut. Ja, dann. Wie gesagt, Rückspiel gerne, können wir festhalten. Hat trotzdem Spaß gemacht. Und ja, scheißegal das Ergebnis. Es geht sich jetzt Ah, einfach nur das. um Spaß und ein bisschen quatschen und alles. Ja, so sieht das Und aus. So sieht das aus. Und ich nehme dich okay. beim Wort. Alle haben dich gehört. Ich werde mich jetzt stark auf die Rückrunde konzentrieren. Ja, können wir gerne machen, kein Problem. Und dann werden wir sozusagen in der Rückrunde auswärts besser Genau. abschneiden als ein 7 zu 1 zu Hause. Und dann gucken wir Ja, das mal, wie es Donnerstag ausgeht, Alex. gucken wir mal. Ich denke mal, es wird kein 7-1 werden, aber mal schauen. Wenn es ein 7-1 wird, ich sage das immer gerne zum Ah, Schluss, cool. dann habt ihr es hier als erstes gesehen. Ja, wir haben es gesehen. Nee, top, Freunde. Dann, wie Super. gesagt, hat Spaß gemacht, gerne wieder. Und ja, viel Spaß weiterhin mit der, sag ich mal, auch jetzt mit den Streams und alles. Hat Spaß gemacht. Und natürlich auch Schön. an jeden Einzelnen im Chat. Schönen Abend, schön, dass ihr da wart. Und gerne mal einschalten. Und dann schönen Abend, bleibt gesund und wir sehen uns dann Donnerstag. Genau. Alex, in dem Sinne, mach's gut. Mach's gut. Schönen Abend, wir Und schreiben und ja, hat Spaß gemacht, ciao, ja? Alex. Ciao, ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. So, ich gehe nochmal zurück. Und genau, was hast du gerade gesagt? Ciao, Alex. Ach so, du hast auch noch Ich wollte gerufen. mich verabschieden. Ach Mann, ey. Matze wollte sich auch noch mal verabschieden. Das ist echt wirklich der absolute Hammer. Tino, wie ist es ausgegangen? Das war ein ganz, ganz starkes 1 zu 7 für Darmstadt. Ja, also Alex, man muss dazu sagen, Alex ist wirklich ein absoluter Schwitzer. Und der 95er-Modus, ich hätte mich tatsächlich ein bisschen darauf vorbereiten sollen. Ich habe gedacht, ich mache das auch ein bisschen mit Links und 40 Fieber, aber dem ist tatsächlich nicht so. Ich werde mich aber aufs Rückspiel vorbereiten. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie es im Rückspiel ausgeht und dann gucken wir mal auf Donnerstag. Ich kann erstmal grundsätzlich sagen, oder will jetzt erstmal noch ein paar Mal Danke sagen. Und zwar an unglaublich viele Follower, viele neue Follower. Das ist wirklich der absolute Hammer. Vor einigen Tagen ist der Jali dazugekommen. Besten Dank dafür. Sei Mops ist auch schon geil, ne? Sei Mops ist ein geiler Name. Sei ein Mops. Besten Dank. Tino, ich sag jetzt einfach mal Tino, besten Dank dafür, du hast eben gerade geschrieben. Timbo, auch vielen Dank. Franz, Onkel FCM, Black, Ari, es tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwas vielleicht nicht richtig ausspreche. Naparito und Tino, besten Dank für dein Prime-Sub. Mega klasse. Vielen, 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 vielen Dank. Ja, ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Also, das ist das erste Mal, dass wir ja einen Gast da gewesen haben, da hatten. Grüße gehen, wie gesagt, nochmal raus an Alex. Das war richtig genial. Wir werden das auch sicherlich mit den Fragen beim nächsten Mal noch ein bisschen expliziter machen. Ja, wir haben jetzt so ein paar mit reingenommen. Und ja. Ich denke mal, in der Rückrunde werden wir auch die Möglichkeit haben, noch ein paar andere Fragen zu stellen. Deswegen denke ich mal, ja, wird das schon. Tino, ich hoffe auch, dass das Donnerstag nicht so wird, aber wie gesagt, ich habe das Spiel gegen Hamburg mit 6-0 verloren und das haben wir gewonnen. Also kann das eigentlich auch bloß ein gutes Omen sein, sagen wir es mal so. Onkel FCM. Der Alex kommt nicht öfters, das war jetzt sozusagen zum Darmstadt-Spiel, kommt aber in der Rückrunde wieder. Das heißt also, in der Rückrunde zocken wir dann auch nochmal das Spiel dann Darmstadt gegen Magdeburg. Also, das wird schon. So. Genau. Okay, Tino, viel Spaß mit dem Sub natürlich, mit den wunderschönen Emojis. Ich bin immer so ein Freund von Emojis. Seht's mir nach, wenn ich nicht so auf den Chat eingegangen bin. Ich habe versucht, ein bisschen mit Alex Konversation zu treiben, dass er auch ein bisschen was erfahrt, dass wir die Fragen, die gestellt wurden, natürlich auch beantwortet bekommen. Und
Genau. Ich denke mal, das nächste Mal wird es noch ein bisschen besser. Das nächste Spiel ist schon am Sonntag, ne? Fällt mir jetzt gerade so ein. Das heißt also, wir müssen ja eigentlich bald noch, wir müssen jetzt irgendwie nochmal ein Spiel machen. Ja, dann würde dir aber nur Freitag bleiben. Wenn du hier machen willst, dann nur Freitag. Ja, weiß ich noch nicht, weil Freitag hat meine Schwiegermutter Geburtstag. Da geht ja sowas von nicht. Würde ich nochmal auf die zukommen. Wegen Freitag. Also entweder, also ich weiß es jetzt noch nicht, entweder machen wir den Oder Donnerstag. Donnerstag wird. Donnerstag ist übermorgen, ja. Wir sprechen nochmal. Ja. Verfolgen. Das ist super. Also irgendwo haltet euch für das Spiel gegen Bielefeld, haltet ihr euch einfach bereit, irgendwo zwischen Donnerstag und Samstag. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Wir lassen uns mal überraschen. Darum war ja Alex auch, dass du mit ihm redest und so. Ach so, ja, Astro, das stimmt. Tatsächlich ist das so. Hat euch das denn gefallen? Also war das so erstmal in Ordnung, außer dass das Internet natürlich bombastisch schlecht war, wo wir natürlich nichts für können. Aber mal gucken, ob wir vielleicht in nächster Zeit noch ein, zwei Gäste mit dazu bekommen. Für die Rückrunde steht auf alle Fälle schon fest, ist der Manuel von der E-Sport-Abteilung von Sandhausen. Das ist ja ausgefallen jetzt vor ein paar Wochen aus Gründen. Der hat aber schon gesagt, in der Rückrunde können wir das auf jeden Fall nochmal machen. Dass wir das dann sozusagen nachholen. Und ja, ich habe einige Anfragen auch an E-Sport-Teams draußen, wo ich auf die Rückrunde verwiesen wurde, weil es zu kurzfristig gewesen ist. Also ich denke mal, da wird auch noch ein bisschen was hinterherkommen. Ja. Habe ich noch irgendwas vergessen, Matze? Ich habe eigentlich noch gar nichts weiter so großartig vergessen. Also Matze, nochmal vielen Dank auch an dich, ja. Also ich habe es, glaube ich, am Anfang nochmal gesagt. Leute, guckt euch das nochmal an, wie geil das auch aussieht, ne? Hier so mit dem Logo hier, mit dem Logo, mit dem Logo. Also, mega geil. Also ich sitze auch bei Matze zu Hause. Also besten Dank, lass auch Liebe bei ihm da. Wie gesagt, ich saß nochmal Matze, aka Xerxes, aka Xerxes LP. Gerne mal hinschauen, gerne auch mal in die Streams reinschauen. Der streamt ein paar Mal öfter als ich. Auch so ganz andere Spiele als FIFA. Deswegen schaut euch das mal an. Ist gar nicht so schlecht, was der Kollege da so macht. Gar nicht mal so schlecht. Genau, der da. Richtig, richtig gut. Genau. Ja, und dann würde ich auch sagen, machen wir. Schluss an dieser Stelle. Ich wollte eigentlich mal gucken, geht das hier eigentlich immer noch? Nee, da nicht. Das geht dann Nicht nicht. in der Szene, hatte ich jetzt nicht Schade. eingeplant, weil da ja kein Spiel stattfindet. Ja. Ach so. Ja, das ist ja auch gar nicht so problematisch. Ich habe gedacht, Aber das funktioniert. Aber das es könnt ihr könnte. auch machen, das könnt ihr immer. Ja. Also mir sind schon einige Sachen eingefallen, die wir noch mit reinbasteln können. Ja. Und du musst übrigens auch mal ein Gegner werden. Also Ja, wenn man. wenn du schon hier das hier zur Verfügung stellst, dann musst du auf jeden Fall auch noch mal Gegner sein. Wenn ich FIFA für einen Spottpreis kriege, dann ja. Naja, ist ja nicht problematisch. Wir können das ja hier machen. Dann können wir ja die da ransetzen und dann können wir ja über meine Ich spielen. Das muss ist jetzt jetzt nicht. üben, ich muss auch trainieren Du gehen. musst nicht üben. Du hast doch gesehen, wie gut das ist, wenn man nicht übt. Ja, gut, es war knapp, du hast trotzdem gewonnen am Ende. Ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen, weil ich ein Tor geschossen habe, ja. Nee, weil, ja. Wir haben aber 4-3 gespielt, glaube ich. 4-3? Du dich gestern? Probierst du? Ach stimmt, ja. Der Matze und ich haben gestern auch schon gespielt, deswegen. Das ist nicht so schlecht, ja. Okay, ehe ich jetzt noch ganz stark ins Schwafeln komme. Wie gesagt, besten Dank, Matze, dafür. Ja, gerne. Dass, wenn wir das weitermachen sollten, werde ich mich jedes Mal darüber bedanken. Ja, wer später noch Bock hat an alle, die auch in der Discord-Gruppe vom Nur der FCM Podcast sind, die werde ich noch einladen zu einem Discord, weil wir ja anfangen wollten, eine Pro-Club-Gruppe zu erstellen oder eine Pro-Club-Mannschaft. Da werde ich aber auch noch ein bisschen was zu schreiben und in den kommenden Streams auch nochmal drauf eingehen. Und genau. Ansonsten besten Dank an alle, die da gewesen sind. Besten Dank an Alex, besten Dank an Matze. Ich fange an, mich fünfmal zu bedanken an alle. Das ist aber gar nicht problematisch. Würde jetzt aber den Stream beenden. Und ihr hört die Tage von mir und dann werden wir das Bielefeld-Spiel streamen und dann hoffentlich natürlich auch mit einem positiven Ergebnis von Donnerstag, dass wir dann sozusagen die 20 Punkte auf dem Konto haben und dann
Können wir zumindest einigermaßen beruhigt in die sehr lange Winterpause gehen. In dem Sinne, gehabt euch wohl, macht es gut, tschüss!